Nee, halt, erstmal müssen wir zum Chor. Und warum sehe ich hier schon wieder das hier? Es ist ein Poster von Metatons kommenden Auftritt. Die tragische Geschichte zweier Liebender, die vom Schicksal getrennt werden. Scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Och nein, ich habe keinen Bock mehr auf Metaton, dieser verdammte Roboter. Nein, 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 das ist doch Romeo und Julia, oder? Oh, dieser Mensch. Nein! Kann das sein? Nein! Meine einzig wahre Liebe. Bitte nicht! Please no! Oh meine Liebe, bitte renne weg. Oh mein Lieb, lauf fort, sei still. Der König dich hier nicht will. Das reimt sich gar nicht. Meine Menschen sollen leben im Licht. Bringen. Achso, ich kann mich bewegen. Dich ins Verlies. Das wird blöd. Und dann stirb. Oh, warte mal, ich kann nicht rausgehen. Wie traurig. Du wirst sterben. Heul, heul, heul. Traurig, dass es passiert. Ich hasse diesen Roboter. Kein Gold, keine Erfahrung. Ja, ich habe kein Gold und keine Erfahrung gekriegt, weil ich ihn verschont habe. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Also, leb wohl. Oh nein! It's a trap. Nein! Nicht wieder hier. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. Was ist das? Oh Herr, stehe ihm bei den fürchterlichen farbigen Kachellabyrinth. Jede farbige Kachel hat ihre eigene fürchterliche Funktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne aktiviere Kachel, dass Monster bekämpft werden müssen. Rote Kachel, nun warte eine Sekunde. Haben wir das Rätsel nicht schon von ungefähr 100 Räumen gesehen? Es stimmt. Du erinnerst dich doch noch an alle Regeln, oder? Großartig, dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholungen verschwenden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es ging. Oh, und du beeilst dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest. Ach, natürlich. So tragisch, genau. Wirst du von den Flammen eingeäschert werden. Ahaha, ahaha, ahaha. Oh. Metre, können wir das auch zu zweit spielen, dieses Spiel? Mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück, Schnucki. Ich hab doch keine Ahnung. Achso, die kann ich nicht betreten. Das schaffe ich doch nie. Ich komme nicht mehr zurück. Oh, es tut mir so leid. Sieht so aus, als hättest du keine Zeit mehr. Da kommen die Flammen, Schnucki. Die kommen näher. Noch näher. Oh nein. Gleich ist es soweit. Mechanisches Hüstel. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hacke mich jetzt in die Firewall. die Firewall. Was hier ist, er ist tot. Hör auf, ich soll nicht sterben. Oh nein, wie konnte das passieren? Erneut ein verteidigter Plan. Durch die geniale Dr. Alfies. Okay, wir haben es überlebt. Das ist richtig. Komm schon, Metaton, gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können. So
solange wir zusammenarbeiten. Dein Rätsel ist vorbei. Nun geh nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel, vorbei. Alfies Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grünen Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch, dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Ich habe mich nicht mal geheilt. Okay, wir müssen jetzt gegen Metaton kämpfen, diesen wahnsinnigen Roboter. Das heißt, ich werde mich erstmal heilen. Ich esse erstmal ein Du-Eis. So. Da ist es, Schnucki. Sage adieu. Was ist denn das? Ist das dein Handy? Du gehst besser ran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Ich komm nicht ran. Es gibt eine letzte Chance, die auf dem Handy installierte. Siehst du diesen gelben Knopf? Ich gehe in die Tat. Das Menü deines Handys und drücke den Knopf. Okay. Die Tatenmenü deines Handys leuchtet. Gelb. Können auch analysieren, aber ich glaube, Metaton hat ja 255 Verteidigung, das heißt, ich komme eh nicht durch seine Panzerung durch. Du drückst den gelben Knopf. Das Handy reagiert auf Metatons Präsenz. Da ist der Schnucki. Sage adieu. Was ist jetzt los? Hey! Was ist jetzt passiert? Drücke jetzt Z. Was ist denn... Achso, ja, ich soll jetzt Z drücken. Oh, ich kann schießen! Hey! Oh... Oh, du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark. ETC, was etc.? Hey! Ich kann kämpfen mit meiner Seele. Sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Also jetzt rede ich schon ein bisschen so robotermäßig. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles... was? Dank dir? Naja, komm, sind wir mal nett. Was? Oh nein, ich meine, du warst derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar Bilderprogramme für dein Handy hier programmiert. Hey, das mag sich seltsam anhören, aber kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lange wie eine totale Versagerin gefühlt, als könnte ich nichts auf die Reihe kriegen, ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber dich zu leiten hat mich wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich helfen hast lassen. Wie auch immer, wir sind fast am Ende. Also wir sind fast am Chor. Er kommt gleich nach der MTT-Zuflucht. Komm schon, bringen wir es zu Ende. Ah, it's time to say goodbye. Wir haben es bald geschafft, Leute. Und wir haben Metaton in die Flucht geschlagen und das unser Eisverkäufer. Ich bin mir sicher, wenn ich nach Hotland ziehe, verkaufe ich endlich ein Ice Cream. Aber niemand möchte etwas. Alle essen nur Sternenparfaits und Hamburger. Also, ich habe einen total Ausverkauf. Hallo, möchtest du ein wenig Ice Cream? Das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt für nur... Wow, 12 Gold, G, das ist gut. Los, hol mal. Gold's Nice Cream. Warte mal, ich will noch einen. Ich darf mich nur nicht zu voll machen mit meinem Inventar. Hey, das ist doch unser Hitzkopf-Type, wa? Hey, erinnerst du dich an meinen Namen? Erinnerst du dich? Ja. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich so einfach... besiegt werden. Alter, was ist mit dem los? Ich erinnere mich daran, dass du dich erinnert hast. Ja, das war der Hitzkopf. Ach, ist das der Chor? Was steht denn hier? Hey, in der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Hey, ich habe gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Ach, Sen. Ich habe eigentlich gar nicht keine Zeit für sowas. Ich hasse Spinnen again. Na, was soll's. Das letzte Mal haben wir ihn auch abgesagt. Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Hier drüben. Ich kenne eine Abkürzung.
Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann in Snowdenwald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages hole ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich, von der anderen Seite der Tür, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer! Feuerwehr! Wo brennt es? Dann bricht sie in Lichter aus. Als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach ein Dutzend Witze, klopft sie an die Tür. Klapp, klapp. Ich sage, wer ist da? Disco. Disco wer? Disconnected. Wow. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig für Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launisch. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder. Und wieder. Es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los soll. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch die Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nicht gesagt hätte? Kumpel, du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Was? Zen hat wirklich eine Menge Witze. Stimmt, er ist auch ziemlich humorvoll. Stimmt, wenn Zen das nicht versprochen hätte, hätte er mich ja damals schon getötet. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mache nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Lieg ich falsch? Hey. Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Diese Frau, die mit ihm Klopf-Klopf-Witze gemacht hat, könnte das Toriel gewesen sein? Eine Fernsehsendung mit Metaton. Früher haben wir Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätseln zu stecken. Was ist denn das für ein Vogel? Ich bin hier der Komödian. Ich bin sehr witzig. Die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze. Er beschämt unsere Familie. Das ist nicht witzig.
Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Ich glaube, dich haben wir mal verschont, kann er sein? Ich glaube, den haben wir mal verschont. Ich arbeite im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich langsam nicht mehr. Hey, warte mal, was ist das denn? Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen Ihren Stuhl, Ihren Silberbesteck, Ihr Essen, Ihr... Okay, das dauert eine Weile, bis der offiziell fertig ist mit Aufzählen. Ist das der Chor? Oder wo sind wir hier? Die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. Also Determination. Hotland Hotel Empfang. Wir sind nicht im Chor. Wir sind da, was ist das für ein ganz... Was ist das denn? Dieser Aufzug fährt direkt in die Hauptstadt, aber er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alles unterzubringen, die hier festhängen. Ach so, wir müssen ja, stimmt, wir müssen ja in das Schloss. Aber die Hauptstadt ist doch nicht das Schloss, oder? Das ist der Chor, okay. Dann gehen wir mal in den Chor hinein. Wie? Wer sind die denn? Wir sollten doch keiner sonst sein. Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Dann gehen wir mal. Hey, das ist doch ein Aufzug, oder? Bereit? Es ist soweit. Nimm den Aufzug zur Spitze des Chors. Übelst abgespaced. Der Aufzug ist außer Betrieb. Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut, hier einfach nach rechts und dann geradeaus. Wollen wir auf sie hören? Alles klar, geh jetzt weiter geradeaus. Diese Grube ist nicht auf meiner Karte. Vergiss es. Versuche links weiter zu laufen. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, hier solltest du weiterkommen. Wer ist das? Vorsicht! Magic kommt aus seinem Hut. Was kommt aus seinem Hut? Okay, was starren, abschalten, reden, Analyse. Dieser magische Söldner sagt nur magische Worte. Sinnsala. Hüpft mysteriös herum. Reden. Unterbricht dich, indem er zu sich selbst plappert. Sein Geschwafel macht dich benommen. Deine Abwehr sinkt um 1. Sinnsala. Oh Gott. Was ist hier los? Ich habe verkehrte Steuerung. Aua. Du fühlst dich noch immer verwirrt. Du warst siegreich. Das war knapp. Warum sind hier so viele Monster? Naja, das ist doch kein Problem, oder? Wir müssen einfach weitermachen. Scheint, als könntest du nicht weiter, bis du den Schalter aktivierst. Aber dann werden sich diese Laser einschalten. Scheint, als kämen sie in dieser Reihenfolge. Orange, orange, blau. Hast du es? Bewege dich, bis der dritte kommt. Aua. Sie sagte doch orange, orange, blau und nicht blau, blau, orange. Vielen Dank, Alfie. Oh mein Gott, bist du verletzt? Tut mir leid. Ich habe dir die falsche Reihenfolge gesagt. Es ist alles in Ordnung, okay? Geh einfach weiter nach rechts. Ich bin langsam ein bisschen wütend über sie. Bin mal ein paar Minuten nicht so ganz aktiver Zuschauer. Bin in der Küche und bereite Salat und Frikadellen zu. Das dauert etwas. Bin nach wie vor hier. Alles klar, Maître. Mach dir was Leckeres. Eine Kreuzung. Versuche nach rechts zu gehen. Warte, nein. Ich denke, du solltest nach oben. Ich gehe nach rechts. Wo,
Was? Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Mehr Laser. Okay. Ich werde diesmal nicht versagen. Ich deaktiviere einfach diese Laser und es kann weitergehen. Sie gehen nicht aus. Ich kann sie nicht ausschalten. Ist schon in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Ich schalte den Strom für den ganzen Knoten ab. Dann kommst du weiter. Dann kannst du weitergehen. Okay, los. Ich vertraue den ganzen Braten nicht. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Alter Schwede. Warte, halt! Der Strom, er schaltet sich wieder selbst ein. Verdammt, das sollte nicht passieren. Ich schalte ihn wieder ab. Wenn der Strom weg ist, bewege dich ein wenig und halte dann an. Okay? Du wirst unversehrt bleiben. Siehst du? Ich habe alles unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Oh je, die bringt uns noch ins Grab. Ein Speicherpunkt. Okay. Du solltest... Weiß nicht. Das ähnelt meiner Karte kein bisschen. Tut mir leid. Ich muss gehen. Ah, sie fühlt sich... Ozonduft erfüllt die Luft. Das erfüllt sich mit Entschlossenheit. Hotland Core Abzweigung. Tja, warum gibt es hier so viele Abzweigungen? Hey, das sind die Eiswürfel. Achso, hier landen die also. Löse dieses Rätsel und das Ende wird sich öffnen. Zwei Schuss haben wir, okay. Juhu! Mal sehen, was haben wir hier oben? Noch mehr Abzweigungen? Was ist denn das? Ein Mülleimer. Im Mülleimer liegt ein Glamburger. Mitnehmen? Der ist bestimmt noch gut. Du erhältst einen Glamburger. Warum nicht entspannen, um eine Pause einzulegen? Durchquere den nördlichsten Raum und das Ende wird sich öffnen. Ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht denken, aber mit Geduld werde ich es schaffen. Astigmatisch nähert sich. Oh, das ist so ein Glubschi. Oh! Ich dachte, das wäre ein Glubschi. Jetzt kommt so ein fieses Gesicht. Was? Nicht schikanieren, provozieren, schikanieren. Dieser rücksichtslose Tyrann stellt sich immer in den Weg. Na, dann müssen wir ihn ausschalten. Schikaniere mich nicht. Start durch deine Seele. Du hast genug gesehen. Aua. Du warst siegreich. Und wir sind ein Level gestiegen. Hinter dieser Tür befindet sich der Aufzug in das Schloss des Königs. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Oh, wir sind schon am Ende? Wo geht's hier hin? Oh nein, das ist Metaton. Nein, ich wollte zum König! Oh ja, da bist du ja, Schnucki. Es ist an der Zeit für unseren kleinen Showdown. Es ist endlich an der Zeit, den defekten Roboter auszuschalten. Nicht. Defekt, Neuprogrammierung, sei realistisch. Das war alles nur ein großes Schauspiel. Eine Darbietung. Alphys hat dich die ganze Zeit nur zum Narren gehalten. Als sie dich am Bildschirm beobachtete, fühlt sie sich dem Abenteuer hingezogen. Sie wollte unbedingt ein Teil davon sein. Also hat sie dich einfach der Geschichte selbst hinzugefügt. Sie hat Rätsel reaktiviert. Sie hat Aufzüge reaktiviert.
mich beauftragt, dich zu quälen. Alles nur, um dich vor Gefahren zu bewahren, die nie existierten. Nur damit du denkst, dass sie eine tolle Persönlichkeit wäre. Aber das ist sie nicht. Und in diesem Moment findet ihre Sternstunde statt. Genau in diesem Moment wartet Alphys vor diesem Raum. Während unseres Kampfes wird sie eingreifen. Sie wird dir vorspielen, mich zu deaktivieren und dich ein letztes Mal zu retten. Schlussendlich wird sie die Heldin dieser Geschichte sein. Du respektierst sie so sehr, dass sie dich sogar überzeugen wird, nicht zu gehen. Oder auch nicht. Weißt du, ich habe genug von diesem vorhersehbaren Affentheater. Ich möchte keine Menschen verletzen, ganz und gar nicht. Mein einziger Wunsch ist es, zu unterhalten. Immerhin hat sie das Publikum eine gute Show verdient, nicht wahr? Und das wäre eine gute Show, ohne eine Wendung. Hey, was geht hier vor sich? Die Tür hat sich selbst verriegelt. Tut mir leid, Leute. Die alte Sendung wird abgesetzt. Aber es gibt eine Finale, das euch aus dem Socken hauen wird. Echtes Drama, echte Action, echtes Blutvergießen. Bei unserer neuen Sendung Angriff des Killer-Roboters. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. War das wirklich so? Hat jetzt Alphys die ganze Zeit uns nur zum Narren gehalten? Oder spielt er nur wieder sein Spielchen? Aber ich sehe gerade, wir haben eine spezielle Fähigkeit. Wobei, vieles würde zusammenpassen. Analyse. 255 Verteidigung. Er ist unverwundbar, wirklich. Ich war derjenige, der den Chor umgebaut hat. Ich war derjenige, der Leute angeheuert hat, dich zu töten. Doch, das war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du, was 100-mal besser ist? Durch meine Hand zu sterben. Diese kleine Erbsenpistole funktioniert nicht, Schnucki. Weißt du nicht, dass das Schauspiel bedeutet? Okay, was machen wir jetzt? Anzünden? Das wirst du vermutlich machen, wenn die Dinge so weitergehen. Hör zu, Schnucki. Ich habe dich im Kampf gesehen. Du bist schwach. Wenn du weitergehst, wird Asgore deine Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Asgore die Menschheit vernichten. Okay. Wow. Das gefällt mir. Wir können nichts machen. Aber ich kann mit deiner Seele Asgore aufhalten. Ich kann die Menschen vor ihrer Vernichtung bewahren. Dann werde ich die Barriere mit deiner Seele durchschreiten und der Star werden, der ich immer werden wollte. Hunderte, Tausende, nein, Millionen von Menschen werden mir zusehen. Ich glaube, Metaton will einfach nur berühmt werden. Und das ist, glaube ich, sein Ziel. Aua. Glitzer, Glamour, endlich habe ich alles davon. Was sind also schon ein paar tote Menschen? Tote Leute. So ist nun mal der Showbusiness, Baby. Ach, wer ist denn das? Ich sehe nicht, was passiert, aber gib nicht auf. In Ordnung? Es gibt einen letzten Weg, Metaton zu besiegen. Es ist noch in Arbeit, also urteile nicht zu hart. Aber du weißt, Metaton immer nach vorne sieht, oder? Es liegt daran, dass er hinten einen Schalter hat. Also, wenn du ihn umdrehen kannst, den Schalter drückst, ist er verwundbar. Naja, ich bin dann mal weg. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, Metaton umzudrehen. Soll ich den denn umdrehen? Du erzählst Metaton, dass hinter ihm ein Spiegel steht. Oh, ein Spiegel. Richtig. Für das große Finale muss ich gut aussehen. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ah, es war so einfach. Das war so einfach. Okay. Hast du gerade meinen Schalter umgelegt? Oh, yes. Was habe ich getan? Oh ja.
Drücken meines Schalters kann nur eines bedeuten. Du wartest sehnsüchtig auf die Premiere meines neuen Körpers. Wie gemein. Glücklicherweise wollte ich ihn schon vor langer Zeit zeigen. Also aus Dankbarkeit gibt es eine attraktive Belohnung. Ich werde deine letzten Momente absolut wundervoll machen. Was? Metaton X erlebt seine Premiere? Ich bin verstörter als... Ich war noch nie verstörter. Okay, können wir jetzt gegen ihn kämpfen? Analyse. Oh, er hat nur ganz normale Wesen. Werte. Sein Schwachpunkt ist sein herzförmiger Kern. Lichter, Kamera, Action. Und sind das seine Beine? Metaton. Drehung Prahl. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertungen steigen während Metatons Zug. Drama, Romantik, Blutvergießen. Aua. Muss ich seine Wertung runterkriegen? Posieren. Trotz seiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das Publikum applaudiert. Ich bin das Idol für Ideen. Oh, scheiße. Dass man Zimthasen essen. Lächle in die Kamera. Ah, fuck. Dieser verrückte Roboter. Drehung? Du drehst dich um und verspottest das Publikum. In diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstörung aus. Oh Gott. Oh, es ist Zeit für einen Popwitz. Ich hoffe, du hast eine Tastatur. Das ist eine Aufsatzfrage. Was magst du am meisten an Metaton? Fan X oder Z? Schreibe etwas. Sprachlos? Wer kann dir etwas vorwerfen? Ich kann nicht schreiben. Metaton speichert deinen Aufsatz für die Zukunft. Ich konnte gar nicht schreiben. Ich prahl mal weiter. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertung steigen während deines Zuges. Dein Aufsatz hat allen dein Herz gezeigt. Warum zeige ich dir nicht meines? Aua. 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 Oh, konnte ich ihn jetzt schaden irgendwie? Muss mich heilen. Geh kaputt. Nice Queen. Hier. Wünsche einen schönen Tag. Oh, ich wärme mich nur auf. Posieren. Du machst eine dramatische Pose. Das Publikum nickt. Aber schlägst du dich auf der Tanzfläche? Achso, da darf ich mich nicht bewegen. Aua. Posieren. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Publikum applaudiert. Kannst du mithalten? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Kampf funktioniert. Du siehst gut aus. Na schön. Lichterkamera bomben. Oh nein! Aua. Okay, das verstehe ich langsam, wie das funktioniert. Oh, ich will nicht mehr. Glamburger. Wow! Das Publikum liebt die Marke und du bist komplett geheilt. Dinge werden hochgehen. Aua. Ging zu schnell. Der wird ja immer schneller prahlen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertung steigen wäre mit der Tanzzug. Zeit für unsere Sendepause.
Was? Ruhepause? Oh, alter Schwede. Posieren. Du machst eine dramatische Pose, das Publikum nickt. Wir sind so weit entfernt, Schnucki. Wie wäre es mit Herz zu Herz? Okay. Ja, ja, ich hab's. Riecht nach... Was riecht nach Metatron? Er hat seine Arme verloren. Du machst eine dramatische Pose. Das guckt sich um nichts. Arme, wer braucht Arme mit solchen Beinen? Ich werde dennoch gewinnen. Mono-Eis. Komm schon. Oh Gott, ey. Instant-Nudeln. Nimmst die Instant-Nudeln aus der Verpackung, schickst Wasser in die Schüssel und erwärmst sie. Du wartest, bis das Wasser kocht. Scheiße. Okay. Es kocht. Du gibst die Nudeln in die Schüssel. 4 Minuten bis die Nudeln fertig sind. 3 Minuten. Ha, cool, dass es den gesamten Kampf dauert. 2 Minuten, bis die Nudeln fertig sind. 1 Minute, bis die Nudeln fertig sind. Die Nudeln sind fertig. Die schmecken nicht besonders gut. Du gibst das Gewürz dazu. Das ist besser. Nicht großartig, aber besser. Das wurde um 4 HP geheilt, willst du mich verarschen? Die Show muss weitergehen. Oh Gott, oh Gott! Ich hab nichts mehr, wa? Posieren. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das Publikum applaudiert. Drama Action! Ach, scheiße. Ich kann noch nichts machen mit ihm. Prahlen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertung steigen wäre mit unserem Zug. Lichter, Kamera. Genug davon. Möchtest du, dass die Menschheit verschwindet? Oder glaubst du einfach so sehr an dich selbst? Metatron. Prahlen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertung steigen während Metatrons Zug. Haha, wie inspirierend. Und Schnucki, entweder du oder ich. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnen wird. Erlebe die wahre Macht des Stars der Menschheit. Wow! Oh nein, er hat nur noch seinen Torso. Ich habe nur noch 9 Lebenspunkte. Prahlen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertung steigen während wir dann zu. Dann bist du der Star? Kannst du wirklich die Menschheit beschützen? Uah. Ich bin so gut wie tot! Erzählt, dass du nicht einmal getroffen bist. Na komm, das schaffen wir. Aua, 2 Lebenspunkte nur noch. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen bist. Was passiert jetzt? Ich bin so gut wie tot. Und das war's. Ich lebe noch. Mit 1 Punkt. Okay, was passiert jetzt? Die Wertung steigen. Ich bin fast bei 10.000 angekommen. Ich bin tot. Scheiße. Oh. Verliere nicht die Hoffnung. Igor, bleib entschlossen. Oh. Alter Schwede.
Ich frage mich aber was. Ach, das führt mich wieder zurück. Also ich könnte mir noch ein Eis holen. Oder was auch immer. Ja, wir wissen, der Aufzug in der Stadt funktioniert nicht. Aufgrund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. Soll mit Gitterraum interessiert? Nein. Lass uns wissen, wenn du dich entscheiden solltest. Habe einen funkelnden Tag. Ein Shop wäre nicht schlecht. Oha, Zimmerservice. Haben Sie meinen Meerstee? Nein. Weiter. Von innen verschlossen. Oha, Zimmerservice. Haben Sie meinen Zimthasen? Ja. Zerkleinst den Zimthasen, bis er dünn wie Papier ist und schiebst ihn unter die Tür. Wie? Genau so muss er sein. Hier ist das Trinkgeld. Dein Trinkgeld. Du erhältst 99 G. Wow. Du hörst ein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Ja. Aber du besitzt nichts Passendes. Ah, schade. Scheint beschäftigt zu sein. Achso, der macht ja immer wieder selbst Dreck. Ah, Mann. Gut, jetzt haben wir 99 G, jetzt können wir echt mal gut einkaufen. Warum ist hier eigentlich schon Wasser? Dieser Springbrunnen trägt eine Inschrift. Königlicher Gedenkbrunnen, gebaut 201X, wird da schon letzte Woche gebaut. Wer ist das denn? Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bin ich nur dabei, Tau von diesen Benjaminen zu essen. Es ist eine Ruhmeswand voller Zitate und Fotos besuchender Promis. Für das Essen sterbe ich, hinreißender Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. Das ist alles von Metaton. Ich brauche einen Shop. Das heißt, wir müssen nochmal zurückgehen. Diese riesige Runde. Ich habe keine Ahnung, wer alles da ist. Hier kann man auch lang gehen. Ein Shop! Dann kaufen wir mal Junkfood. Wasser. Heils für 17. Leere Pistole. Kugel nicht inklusiv. Cowboy-Hut. Aber es kostet 350. Mystic hier zu einem unbekannten Haus. Lol. 12 Verteidigung. So sehr würde es jetzt sich nicht lohnen. Aber das hier würde es sich sehr lohnen vom Damage her. Ah ne, warte mal. Wir kaufen mal das Junkfood, würde ich sagen. Betty, wir werden reich. Okay, gehen wir. Ach, naja, dann bist halt nur du da. Ist halt auch nicht schlimm. Hauptsache, ja, ich habe so viel Bock gerade Undertale zu spielen. Ich habe da richtig Lust drauf, weil mich interessiert, wie es ausgehen wird. Ich habe es leider gerade den Kampf verkackt. Das heißt, du hast nichts verpasst. Ja, stimmt, wir kommen jetzt hier überall wieder lang. So, aber ich kann noch ein Ice Cream holen. So, jetzt habe ich 8 von 8. Mehr geht nicht. Aber warte mal, ich kann auch noch Zeug verkaufen, was ich nicht brauche. Weil das Stirnband, glaube ich, das brauche ich nicht. So, oh mein Gott. Ist das ein Glamburger? Oh mein Gott, gib her. Gott, Gott, Kitty, beherrsche dich, bitte, entschuldige. Denn er hat offensichtlich mir den Glamburger mitgebracht. Nie im Leben. Ich kann nichts verkaufen. Ich kann nichts verkaufen. Toll. Solange ich diesen scheiß Burger bei mir habe. Aber der ist sehr gut. Da heilt ziemlich gut. So, gut, dann gehen wir nochmal. Warte mal. Wo geht's eigentlich hier rein? Ach, hier kann man auch kaufen. Sternenbuffet. 14 AP nur. Ein Glamburger für 120. Legendärer Held.
Steak in Form von Metatons Gesicht. Halt 60. Ganz schön teuer. Soll man denn so viel Geld zusammenkriegen? Mein Gott. Wir gehen. Habe einen funkelnden Tag. Oh Gott, das Gesicht, das macht mir Angst. Gehen wir nochmal in den Chor. So, also es gibt nur einen Weg. Und das ist am Metatron vorbei. Das heißt, wir müssen Metatron erstmal besiegen. So, Spiel ist gespeichert. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr Essen und ich bin vorbereitet auf seine Scheiße. Scheint, als könntest du Metatons Monolog überspringen, wenn du ihn jetzt umdrehst. Ich drehe ihn jetzt schon mal um. Gut. Du erzählst Metatron, dass etwas Cooles hinter ihm ist. Wirklich? Wo? Oh. So. Und der Kampf geht wieder los. Das ist cool, dass man das machen kann. Clever. Sehr clever. So, wir müssen nochmal gegen Metatron kämpfen. Posieren. Du machst eine dramatische Pose. Das Publikum nickt. Lichter, Kamera, Action. Aua. Aua, ich bin blöd. Was mache ich denn? Ich heile mich immer wieder am einen Punkt. Das ist schon mal ganz gut. Und prallen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen hast. Die Wertung steigen mehrere Meter von Zug. Drama, Romantik, Blutvergießen. Ach scheiße, die andere, die Roboter haben mich jetzt ziemlich genervt. Nice Queen. Zack. Ich bin das Idol für jeden. Ach scheiße. Das sind echt schlimme Sachen hier. Drehung. Du drehst dich um und verfolgst das Publikum. In diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstörung aus. Lächle in die Kamera. Ach scheiße. Was, Gerechtigkeit plus 100? Das ist aber keine Gerechtigkeit. Drehung. Du drehst dich um und verfolgst das Publikum. In diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstörung aus. Oh, es ist Zeit für einen Popquiz. Ich hoffe, du hast eine Tastatur. Das ist eine Aufsatzfrage. Was magst du am meisten, Metatron? Wie kann ich das schreiben? Achso, ich kann so schreiben. Was? E. Achso, mehr kann ich nicht schreiben. Toll, E. Weißt du was? Der Roboter geht mir so auf den Kranz. Ich mache ihn platt. Alter, dein Aufsatz hat allen dein Herz gezeigt. Warum zeige ich dir nicht meins? Ich mache ihn fertig. Das geht doch ja nicht. Die sind Kuhnudeln sind ja für den Arsch. Danke, gut. Das Publikum ist angewidert. Es wurden 17 AP geheilt. Oh, ich wärme mich nur auf. Oh, diese Mini-Metatons hier. So, angreifen hier. Alter, Wähler. Aber wie schlägst du dich auf der Tanzfläche? Okay, das geht ja noch. Das ist leicht. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Schwierig, kannst du mithalten. Ach Mann, das dauert Ewigkeiten. Lichter, Kamera, Bomben. Dinge werden hochgehen. Okay. Zeit für unsere Sendepause. Es ist so sinnlos. ...77 und trotzdem hält er so viel aus. Wir sind so weit im Fernschnappi. Wie wäre es mit Herz zu Herz? Hey, so weit war ich das letzte Mal. Wow.
So, jetzt sind seine Arme weg. Arme, wer braucht denn sowas, wenn man Beine hat? Achso. Ah, Mann. Nice Crystal. Oh, diese Musik dazu. Ja, die Musik ist einfach super. Ach, shit. Ich glaube, das Kämpfen ist sogar noch schwerer. Die Show muss weitergehen. Okay, jetzt muss ich mich definitiv heilen. Ich nehme einen Glamburger. So. Die Publikum liebt die Marke. Drama and Action. Das ging ganz gut. Wieder 74. Ja, ja, ich weiß. Das, so weit waren wir schon mal. Alter Schwede, es ist inspirierend. Nun, Schnucki, entweder du oder ich. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnen wird. Ich erlebe die wahre Macht des Stars der Menschheit. Es war verrückt geworden. Oh Gott. Stimmt, hier bin ich ja gestorben. Man kann ja nicht mal sagen, dass der Homo oder so ist. Das ist ja ein Roboter. Das heißt, der ist sowieso geschlechtslos. Tut mir leid, Metatron, aber ich muss dich kaputt machen. Du bist verrückt geworden. Bist du das da? Kannst du wirklich die Menschheit beschützen? Ach ja, genau, das Ding hat mich getötet das letzte Mal. Nee, halt, die Bomben, der Bombenterror hat mich getötet das letzte Mal. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Space Invaders. Also gerade dieses mit den Shuttle. Es wird immer besser. Oh, er sagt schon nichts mehr. Seine Angriffe werden auch schwächer. Wir haben ihn fast. Oh, es hat funktioniert. Metatron hat wenig HP. Wir auch. Ich nehme mal mein Mono-Eis. Ah, beweg dich nicht so viel. Ein bisschen noch. Kurz davor. Das war's. Wir haben Metatron besiegt. Ich lag also falsch. Schnucki, du bist wirklich stark genug, Asgore zu schlagen. Na gut, es ist an der Zeit, dass du gehst. Kümmere dich nicht um mich. Es mag so wirken, als würde ich sterben, aber Dr. Elfis kann mich immer reparieren. Und außerdem, selbst wenn ich kein Star sein sollte, habe ich zumindest für einen Menschen aufgeführt, oder? Also danke, Schnucki. Du warst ein toller Zuschauer. Ich konnte das Schloss öffnen. Seid ihr beiden
Oh mein Gott. Metaton. Metaton, bist du... Hey. Kümmere dich nicht darum. Ich kann immer einen neuen Roboter bauen. Warum gehst du nicht weiter? Anscheinend war es doch wahr. Anscheinend hat sie mich doch wirklich nur benutzt, um halt ein kleines Abenteuer zu erleben. Der Roboter war eigentlich gar nicht so böse, aber ich musste ihn aufhalten, weil er jetzt eigene Pläne gefordert hat und jetzt versuche ich natürlich mich zu rechtfertigen, warum ich das getan habe. Das war übel. Das war echt übel. Ich brauche nur einen Augenblick. Tja, anscheinend war das nicht so geplant von ihr.